Du lauf dahin, verteidige dich. Also das ist... sei nicht frustrierend. Du... Betäubungsgranate? Ja, eigentlich hier, aber das Feld zählt irgendwie nicht wie im Auto. Granate? Auch nicht. Dahin Gewehr und gib ihm. Gewehr. So. Genau. So, Ovic. Du kannst noch was machen. Dahin. No. No. Nix kannst du machen. Verteidigen. Jetzt schießen wir alle auf Ovic. Der muss sich gleich heilen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Hm? Ah, ne, gut. Sie schießen auf sie. Oi. Vor allem, dass die mal wieder weggehen, ist voll nervig. Die Monster sind ja wenigstens immer näher rangestürmt. Teilweise. Aber das ist, weil sie halt schräg treffen wollen. Sehr doof. Sehr, sehr doof. So, was macht deren Chefe? Ja, unser Chefe kriegt Kugeln in die Seite. Das ist okay. Aber was macht deren Chefe? Ich weiß nicht, wie viel Lebenspunkte Ovic noch hat. Das schaut echt nicht gut aus. Ja, unser ist fast tot. Die da allerdings auch. Du großes Heilpack. Auf dich. Und dann gehst du bitte... dahin. Guck nach da. Der da könnte hoffentlich umfallen, der da nicht. Du müsstest eigentlich auch geheilt werden, aber du willst jetzt den Chef da betäuben. Gajan. Also. So, du. Dahin. Kannst du jetzt mit einer Granate mal treffen? Ja, sehr gut. Sauber. Du, geh mal da rein. Verteidigen. So, nächste Runde muss Ovic sich selber heilen. Sonst geht das bergab mit dem. Ah, er hat überlebt, weil er nur 10 Schaden genommen hat. Also auch Napalm hat irgendwann eine Phase, wo er von den 15er Ticks runtergeht auf 10 und dann auf 5. Es dauert nur halt länger, bis es runtergeht. Okay. Genau, schön da bleiben. Dass die alle so rumhampeln müssen. Oh, das können wir tun. Zählt das als links oder zählt das als hinten? Hinten. 4 Schaden extra. Gajan, ich will töten. So. Du brennst nicht mehr. Du brennst noch und stirbst hoffentlich nächste Runde. Das heißt, du gehst jetzt dahin und knippst ihm das Licht aus. 20 ab. Da, du stehst ganz schön komisch. Du läufst dahin. Das war übrigens ein Jack the Lions 2 Zitat. Da. Du kannst hier aber auch nichts machen, also verteidigst du dich. Du... musst dich unbedingt heilen. Du hast nur 13 Lebenspunkte, sehe ich gerade. Ach du Kacke. Du gehst dahin und dann dahin. Und guckst nach da. Du gehst dahin. Das Ding kann nur, ja, kann nur die benachbarten Felder. Du dahin, darauf. Komm schon. Wir müssen schneller sterben, sonst haben wir echt ein Problem. Genau so. Der Chef müsste auch bald wieder aufwachen. Das wird +4, oder? Jo.
Wir müssen gleich mal gucken, ob Ovitch noch eine Runde aushält, weil dann könnt ihr den Chef anzünden, während er betäubt ist. 76. Ah, der ist wieder wach. Du. Betäub doch bitte nochmal. Deinem letzten Pfeil. Den Chef. So, du. Der ist voll, das ist doof. Du versuchst hier unten den Raum zu bringen. Hast du dafür irgendwas Stärkeres? Ja, Flammenwerfer, aber das ist Overkill, also Napalmwerfer. Nö, schieß einfach auf den. So, der ist nächste Runde kaputt. Du. Oh, du kannst den da einfrieren. Du einfrieren, den da. Dass das keinen Schaden macht, finde ich ein wenig irritierend. Okay. Du. Dahin. Dahin gucken. Ohne wenden. Also es fängt sich langsam, aber trotzdem war es eine ganz schöne Ressourcenverschwendung. Vor allem die Betäubungspfeile von Ovitch. Das, ja. Davon haben wir jetzt fast gar keine mehr. Wegen dieser doofen Aktion mit der Joan. Das, dass die Sachen dann nicht auf dem Boden liegen oder dem Chef gegeben werden oder sonst irgendwas. Das finde ich ein wenig unpraktisch. So, du gehst dahin, schießt ihm in die Seite. Dann müsste er weg sein. Jo. Und er ist wirklich tierisch weit weg. Du gehst dahin, schießt dem in die Seite. So, das machst du jetzt die nächsten zwei Runden, ist der kaputt. Du läufst auf dem anderen Typen zu. Schießt. Der ist kaputt. Du packst den Flammenwerfer aus und zündest den betäubten Chef an. Sehr gut. Kannst du noch gehen? Nein. Du kannst noch gehen. Ja, aber egal, wo du hingehst, die Leute werden dir in den Rücken oder in die Seite schießen können. Also bleib einfach so stehen. Ja, Brenner. Gegenangriff bringt nichts. Vielleicht mal auf Ovitch Lebenspunkte achten. 31. Ja, nimm mal Pflaster. Nee, was Besseres. Du hast noch Bandagen. Geh dahin. Guck nach da. Du kannst den nicht treffen. War doch von hier vielleicht mit dem mit der Uzi. Da. Oh, du bist nicht mehr betäubt. Schieß lieber auf den. Oh, ein Level Up, sehr schön. Du bekommst Glück wahrscheinlich, hm? Ja, Glück. Alles auf Glück. Du bleibst so stehen. Der ist auch nicht mehr betäubt. Was ist denn hier los? Du gehst dahin. Du schießt auf den. Und schießt daneben. Wir haben beide nicht sonderlich viele Lebenspunkte. Wenn jetzt alle drei auf ihn schießen würden, müssen eventuell nochmal. Das ist schon mal Nummer 1. Autsch. Gut. Das ist Nummer 2. Das wird knapp gewesen sein. Ja, 4 Lebenspunkte. Du benutzt bitte ganz... Nein. Du benutzt bitte ganz schnell... eine Bandage. Sehr gut. Der ist nächste Runde nicht tot. Du musst dafür sorgen, dass der nächste Runde tot ist. Schrotflinte. Ja, er wird nächste Runde tot sein. Du gehst nach da und guckst nach da.
damit keiner dir in den Rücken schießen kann und wahrscheinlich auch keiner in die Seite. Du gehst auf ihn zu und schießt ihm ins Gesicht. Genau, so geht das. Und sie überlebt hoffentlich den nächsten Angriff von ihm und er kann auch auf sie schießen. Aber ich hoffe mal, dass einer von den beiden besseres, lohnenswerteres Ziel für ihn ist. So, du hoch. Das ist wesentlich knapper als jeder Monsterkampf. Also primär auch deswegen, weil es so viele Ziele sind. Bei dem anderen Bossfight eben gerade konnten wir einfach betäuben und das war fertig. Aber hier waren es einfach viel zu viele Ziele dafür. So, du bist fast tot. Benutze Pflaster. Du bist auch gleich tot. Du bist auch gleich tot. Schieß auf den. Viel zu wenig Schaden. Du. Nein, nee. Geh dahin, verteidige dich. Verteidigen. Dahin gehen. Gewehr auspacken. Nicht treffen können. Super. Verteidigen. Du. Ja, du bietest jetzt mal ein lohnenswertes Ziel. Gehst näher ran. Oh, knapp. Trantin. Ist okay, solange der andere nicht auch auf ihn schießt. Chef, Hinder, Randa, betäub ihn. Obwohl, nee. Ist ein bisschen Overkill, aber ich muss sicherstellen, dass er stirbt. Und er wird nicht sterben, weil 30 reicht nicht. Nicht gut. Hast du nur eine Granate? Oh ja, sehr schön. Dann wirf die jetzt bitte mal dazwischen. Glück, sehr gut. Oh, da sind zwei Felder dazwischen. Nein! Du. Oh Gott. Also er hätte jetzt die Möglichkeit, den da zu töten. Aber dann wird er ihn töten. Oh, bitch. Mach was. Du wirst ihn nicht one-hitten können. Du wirst ihn nicht feilen können. Du wirst ihn nicht Schrotflinten können. Und Axten schon gar nicht. 3. Okay, wir spülen auf Schmerzmittel für 10 Lebenspunkte. Ernsthaft? Okay, ich hoffe jetzt einfach das Beste. Ich stelle mich so. Das war verklickt. Ich will eine Zurücktaste haben. Okay, dann nimm die doofen Schmerzmittel. Auch wenn sie nur 10 Lebenspunkte bringen. Na, jetzt hoffen wir das Beste. So, und der lebt noch. Schießt auf unseren Chef. Der schießt auf Obit, das ist okay. Und in die Seite, das ist nicht gut. Komm. Gegenangriff, ja, sehr gut. Ich kann noch mal mit dem Napalm. Nee, komm, das meine ich. Ich schieße nicht mit dem Napalm werfen. Warum zum Geier musst du da hinlaufen? So, weg mit dir. Sehr gut. Ovic. Verwickel den da in Nahkampf. Noch besser, zünd ihn an. So, 20. Er hat noch 20 Leben, kriegt gleich 15 Schaden. Also wird er mit 5
mit 5 Lebenspunkten überleben. Du gehst dahin und frierst den ein, weil ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass ich 14 Schaden an ihn verursachen werde, was albern ist. Und du schießt ihm in die gefrorene Seite. Warum machst du jetzt auf einmal so viel Schaden, Vibe? So, er darf nicht auf sie schießen. Und er darf eigentlich auch nicht auf ihn schießen. Du darfst nur auf Ovid schießen. Hast du es gehört? Gott. Nur Ovid. Ich will nicht neu laden müssen. Oh, danke. Danke, danke, danke. Und daneben. Sehr gut. Jetzt Ovid. Bring den Typen um. So. Was für ein garstiger Kampf.